Ah, das war was zu erkennen. Also können wir anfangen? Gut, dann möchte ich mich mal vorstellen. Mein Name ist Arthur. Ich mache Lockpicking seit 10 Jahren. Wenn ihr da drüben aufhört zu schwätzen, dann tue ich es mir leichter. Ja, geht wirklich leichter, wenn ihr aufhört zu reden. Also mein Name ist Arthur. Ich mache das mit dem Lockpicking seit über 10 Jahren. Ich habe mich schon als Kind dafür interessiert, wie Schlösser aufgehen. Vor 12 Jahren, habe ich dann Steffen kennengelernt. Der hat immer mal mit dem Chaos Computer Club rumgemacht. Und anlässlich einer anderen Versammlung kam ich mit Steffen zusammen. Und da war uns klar, hoppla, wir haben beide das gemeinsame Hobby. Wie gehen Schlösser auf? Da gibt es immer mehrere Möglichkeiten. Man kann ein Schloss knacken, man kann es zerstörungsfrei öffnen oder man kann es mit dem Schlüssel nachschließen. Dann haben wir uns getroffen und wenn 3 Deutsche zusammen sind, dann gründen sie immer gleich einen Verein. Und deswegen sind wir die Sportfreunde der Sperrtechnik. Einige von euch können sich an uns noch erinnern, weil wir haben hier schon mal die Meisterschaften ausgetragen. Inklusive Fanfarenzug, war ein großes Spektakel damals. War ein sehr schönes. Dann haben wir die letzten Jahre natürlich das immer den Sport mit großem Erfolg gemacht. Im letzten Jahr waren wir dann in Hamburg, haben dort die Meisterschaften gemacht. Dann waren wir im Felbert, im Schloss Mekka, so, wo die ganzen Schlösser hergestellt werden, jetzt dieses Jahr. Und nächstes Jahr sind wir Anfang November in Stuttgart damit. Und durch das, dass wir ja auch jetzt international sind, ziemlich viel auch mit den Holländern und den Amerikanern zusammen machen, hatte mich letztes Mal zur Meisterschaft in Holland der Barry gebeten und der Han Fey, das sind Kumpels von mir, Mensch Arthur, du bist doch auch ein Schlosssammler. Zeig doch mal, was du ganz überhaupt für Schlösser hast. Ich weiß auch, dass du Öffnungswerkzeuge von der Stasi hast. Das sage ich natürlich, ich habe alles von der Stasi, was es so gibt, denn ich habe nach der Wende gleich jemanden kennengelernt und der sollte die Sachen zwar abgeben, die ich jetzt hier vorführe, aber der wollte die nicht so abgeben, hat gedacht, er hat jetzt da 20 Jahre lang mitgearbeitet, jetzt gebe ich mein Werkzeug nicht einfach so her. Beim Kühlschrank entsorgen war halt die Kühlschränke nicht voller Flaschen, sondern voller Werkzeuge von der Staatssicherheit. Bei der Staatssicherheit geht es natürlich immer um eine ganz andere Geschichte. Das hat mit Lockpicking letztendlich nichts zu tun. Klar, dahingehend, dass die Schlösser zerstörungsfrei aufgehen, aber bei uns ist das ein sportlicher Wettbewerb und nicht so wie bei der Stasi, dass die sich dort Schlüssel machen. Mein Vortrag soll heute auch nicht jetzt den Anspruch haben, dass hier jetzt alle Schlösser auf die Schnelle aufgehen. Dazu haben wir hier nicht die Gelegenheit, wir haben ja keine Tür, müsste ein bisschen stiller sein, man muss die Stifte hören etc., aber das meiste wird doch angehen. Lass uns doch einfach mal anfangen. Ich zeige euch mal ganz einfach ein Schloss, wie das aufgebaut ist. Weil es wissen ja nicht alle Leute, wie so ein Schloss aufgebaut ist. Geh mal näher ran. Super. Also wir sehen hier oben die Kernstifte und hier unten die Gehäusestifte. Jetzt beim Lockpicking, wir haben ja hier oben den Schlüssel, kann man gut erkennen. Jetzt beim Lockpicking versuchen wir ja hier diese Stifte einzeln auf die Scherlinie, also hier, was sich hier dreht, hinunterzudrücken, um so mittels Spanner und einem Haken dieses Schloss zu entsperren. Jetzt gab es natürlich in der DDR eine Schlossfabrik Babelsberg. Und die Stasi hatte ja immer ein Interesse daran, in die Wohnungen reinzukommen, aus welchen Gründen auch immer. Meistens waren es Abhörgeschichten, da wurde verwanzt, da wurde gemacht, da wurde getan. Und um das, dass man das auf die Schnelle ohne Schlüssel realisieren kann, möchte ich euch mal hier das erste Werkzeug vorführen. Wir sehen hier das Schloss. Das ist jetzt keins aus einer DDR-Produktion, aber es ist dasselbe Erfolg. Die Stasi hat dann hier einen sogenannten Himmelsschlüssel hergestellt. Könnt ihr das sehen? Oben die Zacken. Und hiermit hat die Stasi dann alle Stifte unten in das Kerngehäuse reingedrückt. So, dass man auch gleich schließen kann. Der Nachfolger von diesem Kamm war dann schon hier dieses Gerät. Ich
zeige das aber gleich mit dem TAM. Das heißt, ich habe hier das Werkzeug eingeführt, habe dann den Kamm runtergedrückt, mit dem Kamm alle Schlüssel heruntergedrückt, also alle Stifte heruntergedrückt und konnte dann schließen. Ich möchte es mal hier an dem Schloss vorführen. Halt. Wesentliche habe ich ganz vergessen, klar, durch den Aufbau. Bevor die Stasi letztendlich los ist ans Schloss, haben sie immer erstmal einen Mitarbeiter losgeschickt. Der hatte hier eine kleine Kamera, die ist wirklich sehr, sehr, sehr klein. Ja, jetzt zu dir. Und der durfte als allererstes mal das Schloss fotografieren. 1, 2, 3, 4. Wenn man das genau hier hinlegt, 5, 6, sauber belichtet, hat er die Kamera wieder zurückgebracht. Also wusste der Führungsoffizier gleich, um welches Schloss sich das handelt. Ja, also der Mann war nur da, fotografiert, drauf. Und jetzt wissen wir, es handelt sich um dieses Schloss. Die Filme sind dann entwickelt worden. Kamera war tatsächlich im Einsatz. Sind die guten Füchse hier hingegangen? Ich mache so. Haben hier alle Stifte runtergedrückt. Den Kamm. Den Kamm hier eingeführt. Ja, und jetzt nur den Kamm heruntergedrückt. Es nützt nichts. Von hier ist es sehr schwer. So, und damit der Kamm nicht verbiegt, haben sie oben noch einen Schlüssel reingesteckt. Aber das funktioniert. So, und schon ist der Schließzylinder entsperrt. Ja? Und so schnell waren die Jungs drin. Klar, hat jetzt ein bisschen länger gedauert, weil von so und so normal kommt man immer von vorne auf die Türe. Das war schon mal der Himmelsschlüssel. Alle Öffnungswerkzeuge, die hergestellt haben, waren immer Himmelsschlüssel. Klar, was weiß ich, warum die Jungs so schnell in den Himmel wollten. Aber man sieht, klappt wunderbar, nimmt raus, so und so. Ging bis Baujahr 95 bei allen Babelsberger Schlössern. Ich habe jetzt über meine Erfahrung, weil ich das länger mache, auch deutsche, westdeutsche Produkte entdeckt, die sich mittels dieser Methode, mit diesem einfachen Kamm, sofort in dieser Zeit entsperren lassen. Die Stasi hatte dann das als Nachfolgerwerkzeug und das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Kommt an, hat es hier in einer Hand, führt den Schlüssel ein, ist ja letztendlich nur ein Schlüssel, drückt runter und kann sofort schließen. Jetzt hatten die natürlich nicht nur die ganz normalen Schlösser. Wer sich da ein bisschen auskennt, der weiß, dass die so schöne Einbausicherungen hatten. Ich zeige das mal hierher, dass das jeder sieht. Kennt jeder diese Kreuzbartschlösser? Und es war wirklich, egal wo ich hinkomme in der SBZ, immer verbaut. Und das hat mich natürlich auch immer interessiert, wie das funktioniert. Was machen die Jungs hier? Wir haben hier einen sogenannten Besen. Das ist einfach aus einem Draht. Ihr seht das, wie das gebogen ist. Könnt ihr das gut sehen? Im Zahnarztdraht macht der Zahnarzt die Kinderspangen mit. Gebogen, geriffelt. Und haben hier ein sogenanntes Druckstück. Stasi spricht da immer vom Druckstück. Wir Lockpicker sprechen vom Spanner. Dieser Spanner ist da dazu da, dass man das Schloss drehen kann. Jetzt wissen wir, dass dieses Schloss, es hat hier Stifte, letztendlich überall da Stifte, die man hier auch am Schlüssel sieht. Jetzt muss ich mal so rum her. Jetzt habe ich hier ein Problem. Auch zuerst wollten wir es eigentlich mal abschließen, ist egal wie rum. Das ist jetzt zu, dann wollen wir es mal abschließen. Mussten die ja auch machen, wenn sie wieder raus wollten.
So, jetzt versucht mittels diesem Druckstück, rutschiert durch. Schon entsperrt, also er ist schon offen, also ich habe ihn schon entsperrt. Steffen, kannst du mal herkommen mit der Kamera, dass es jeder sieht. Er ist hier nicht mehr in der Grundposition. Sieht man, ich habe ihn hier schon verdreht. Seht ihr, wenn ich den jetzt weiter drehen würde, würde sich der Zylinder auf der Halbseite wieder einschnappen. Also das heißt, ich müsste diesen Vorgang, den ich eben gemacht habe, viermal machen, um eine komplette Tour zu schließen. Das haben sich die Jungs auch gedacht, wir können ja da nicht rum an der Türe rumschrauben, sondern die haben sich einen neuen Himmelsschlüssel einfallen lassen. Diesen Himmelsschlüssel habe ich hier in mehreren Ausführungen. Ich möchte es auch mal gern demonstrieren. Wir haben hier den Schlüssel und hier haben wir ein Nachschließgerät. Auch ein Himmelsschlüssel, der heißt Nummer 52. Das ist die letzte Entwicklung, das ist die beste. Ich habe hier noch eine ältere Entwicklung. Der sieht richtig schön futuristisch aus, deswegen habe ich das mal mitgebracht, auch die Originalhülle hier. Und er sieht aus wie ein super Sputnik. Und dann sieht man, dass hier die einzelnen Federn hier rauskommen. Kann man gut sehen, gell? So, jetzt sind die natürlich hin. Das Schloss ist gepickt. Ich muss mich leider noch mal so rum. Gucken, wo wir stehen. Jetzt entspanne ich hier mein Werkzeug und fahre hier ganz leicht rein. Ja, so. Spann ihn nach unten durch und kann jetzt zu- und aufschließen. Praktisch die Schließung übernommen. Ich habe jetzt nicht hier nur die Schließung übernommen, sondern ich kann jetzt mit dem Zylinder machen, was ich will. Ich kann ihn rausholen, klar. Ich habe hier jetzt endlich schon den Schlüssel kopiert. Aber da es natürlich dort auch viele Spezialisten gab, und haben die sich gleich gedacht, hoppla, wir gehen hierher, Steffen, du bist hierher. Das ist die Original-Einsatztasche. Klar, der hat dann immer so einen Koffer mit sich rumgeschleppt. Klar, so sind die so her. Und da waren die Burschen ja ganz fix. Und zum Vorschein kommt, ich denke mal, einfach die kleinste Schlüsselfräse der Welt. Wir wissen es nicht ganz genau. Und da haben wir jetzt folgende Features. da haben wir jetzt natürlich folgende Features. Ich mache es hier oben, ja. Nimm den Schraubstock nicht so lange ab oder ich es nicht. Ich nehme den Schraubstock mal kurz weg. Sehr eng hier. Aber ich brauche den natürlich nachher nochmal. Und den Kasten vielleicht auch. Den Kasten können wir auch weg. Und unseren anderen Himmelsschlüssel können wir hier schon wieder reintun oder erstmal weglegen. Das Schade ist natürlich, dass man hierfür keine Ersatzteile mehr bekommt. So, hatte der gute Bursche Strom? Klar hat er die Steckdose genommen. Hatte er keinen Strom? Ging er hin, Kurbel ab. Hat hier die Kurbel. Die Kurbel wird folgendermaßen wird hier die Kurbel aufgesteckt und wir sehen, aber jetzt können wir natürlich hier drehen. Ich drehe die Maschine auch gern. Man das hier sieht.
So, aber da wir jetzt hier Strom haben, hatte er auch, klar, ich habe jetzt einen anderen Schlüssel. Ich erkläre gleich nochmal, wie das mit dem Kreuzbad ist. Jetzt habe ich hier einen ganz normalen Schlüssel. Ich kann so rumdrehen. Auch kein Problem. Nochmal weiter. So. So, ich mache hier die Kurbel wieder ab. Dann war ganz klar, hier unsere Einsatztasche. Er wusste ja schon, war das ein internationales Schloss. Es war ja auch so, dass DDR-Bürger Westbesuch bekamen und oder aber war es ein heimisches Schloss. Wir können da hier mal reingucken. Hatte der gute Mann gleich die kompletten Schlüsselrohlinge in einem Mäppchen, jetzt ein bisschen verrutscht vom Transport, hatte er einmal so dabei, hat sich einfach hier einen neuen Schlüsselrohling genommen, der passende. Nehmen wir mal irgendeinen, mach hier wieder zu, damit mir der Kladderadatsch nicht runterfällt. Das war jetzt heimische Produkte, also FAB, Babelsberg oder sonst was. Wir haben dieses Mäppchen aber auch für internationale Produkte. Und es ist so obervoll, also wir wären jetzt sofort in der Lage, hier für diese Hausschließanlage komplett für euch alle Schlüssel nachzumachen. Also haben wir natürlich, nehmen wir hier irgendeinen Rohling, klar, der da runtergefallen ist, spannen den mal einfach kurz ein. Ich möchte jetzt nicht hier komplett einen Schlüssel fräsen, wie eine Schlüsselfräse funktioniert, weiß letztendlich jeder. Wir haben hier unseren Schlüssel, den wir von vorher hatten. Dann haben wir hier ein bisschen Strom, weil heute ist es sehr vorteilhaft. Haben wir Strom? Unterm Tisch ist Strom, nee, da ist kein Strom. Na gut, der Junge, dann geht er halt an die Steckdosenleiste und macht das hier. Ist auch kein Problem. Hier haben wir Strom. Wir können hier das anschalten. Wir sehen, wie die Maschine schnurrt und können jetzt hier, gehen wir hierher und den hier so rüberfahren. Können wir uns hier einen schönen Schlüsselrohling feilen. Und ihr seht, es dauert gar nicht lange. Und dieser Schlüsselrohling, hoppla, jetzt muss man noch rauskriegen, ist fertig. Und ich gehe mal wieder hierher. Und man sieht schon, ist der Schlüssel gefeilt. Wenn man das jetzt jeden Tag macht, klar, ich bin da natürlich nicht geübt drin, wenn man das jetzt jeden Tag macht, ist diese Geschichte, wenn wir schnell sind, in anderthalb Minuten durch. So, klar, wir hatten vorher hier die Sache. Jetzt werdet ihr mir sagen, hoppla, das war ja ein ganz normaler Schlüssel. Hier hatten wir ja vorher den Kreuzbart. Ihr habt gesehen, das ist mir runtergeflogen. Hoffentlich stimmt er noch, dass er schließt. Er hat sich natürlich verstellt, aber wir hatten ja gesehen, dass er geschlossen hat. Jetzt heißt es, wir haben ja hier ein Kreuzbad. Na, also hier so einen Schlüssel. Hier, der ist mir runtergeflogen und ist jetzt hier ein bisschen verbogen. Deswegen kann ich das so nicht auf die Schnelle nochmal zeigen. Und da hatten die hier für diese Schlüsselmaschine natürlich auch gleich einen Kreuzbartaufsatz. Also ich hab hier den Rohling, hier habe ich meinen Schlüssel, also ich kann den hier jetzt hier so reinmachen und kann das sofort von dieser Seite auf diese Seite hier übertragen. Das heißt, also ich habe nicht jetzt nur das System
mit den ganz normalen Schlüsseln, sondern ich habe auch dieses Kreuzbart-System, was es da von Gera und sonst was gibt, auch innerhalb kürzester Zeit kopiert. Alles nur mit dieser Maschine. Durch das, dass ich es fotografiert habe, weiß ich ja schon vorher, was Sache ist. Und dann kann ich mir diesen Schlitten hier einbauen oder ich behalte den anderen Schlitten. Das ist kein Problem, diesen Schlitten, ich nehme die Maschine wieder mit vor. Ich kann jetzt dies, Mikro, ich kann jetzt diesen, hört man mich noch? Ist das hinten raus oder wo? Nee, leuchtet jetzt halt grün. Was ist denn? Ein Kabel hängt blieb mal, jetzt geht's besser, jawohl. Also ich kann das hier, ja geht schon. Ich kann das hier auf die Schnelle. Ich kann das hier auf die Schnelle umtauschen. Jetzt haben wir nicht nur normale Bartschlüssel, sondern auch Kreuzbartschlüssel geöffnet und sofort, was wichtig ist, während der Trupp drin war, der Bautrupp, der hier jetzt die Abhöranlage einbaut, hat der andere Kollege für den Bautrupp schon den Schlüssel gefertigt. Diese Schlüssel wurden dann im Stasi-Stahlschrank schön säuberlich notiert und für spätere Gelegenheiten. Ja, wer weiß denn, was da so alles kommt, für spätere Gelegenheiten aufgehoben, so muss man das schon sagen. Das ist eine witzige Geschichte. Innerhalb von 2 Minuten sind wir mit dem Schlüssel beim Kunden. Das ist einfach genial. Einfach genial. Wenn unsere Schlüsseldienste auch so arbeiten würden, dann wäre das eine ganz tolle Sache. So, jetzt muss ich mal die Schlösser hier weglegen. Ich brauche ein bisschen Platz, die Kurbel gehört da auch rum. Es gab da natürlich noch zig andere Schlüssel und für jeden anderen Schlüssel oder für jedes andere Schloss gab es natürlich auch ein anderes Werkzeug. Ein sehr schönes Werkzeug, kommt dann gleich weiter, hopp, da fehlt der Schlüssel, ich zeige euch denn mal den Schlüssel. Hatten die sich nämlich gedacht, die guten Bürger, hoppla, bei uns kommt doch immer die Stasi. Wir bauen uns ein Kastenzusatzschloss. Kennt ihr alle? Ja, kennt ihr alle? Kann man dann so. Und das ist der Schlüssel dazu. Kastenzusatzschloss, Schlüssel. Sagt die FRIPA Einbausicherung. Sagt die Stasi, was FRIPA kann, können wir auch. Wie ihr unschwer erkennen könnt, ist das letztendlich nur ein abgesägtes Messer. Noch ein bisschen umgebaut. Man führe das Messer, also das ist ja dann die dritte Sicherung, die jetzt im Haus wäre. Wir haben einmal ein normales Bartschloss, dann haben wir ein Kreuzbartschloss und jetzt die Zusatzsicherung. Ich fahre hier in die Zusatzsicherung rein, gehe nach ganz hinten rein. Hoppla, man muss das auch richtig erwischen. Und schon kann ich mit diesem umgearbeiteten Messer, kann ich es natürlich auch so. Schließen, bis der Arzt kommt, da haben sie sich dann natürlich keine Schlüssel mehr nachgemacht, weil das dann letztendlich zu einfach. Aber der Erfindungsgeist gibt den Leuten immer wieder recht. Vorhangschlösser hatten die natürlich auch, da gehe ich gleich mal drauf ein noch. Ich muss mich nämlich hier beeilen. Einbausicherung hat man, Mäppchen haben wir schon gesehen. Was ganz witzig ist, was wirklich noch ganz witzig ist, das war mein erstes Werkzeug, das ich überhaupt aus diesem Fundus hatte. Und das ist mein sogenanntes Trabi-Tool. Früher gab es immer IFA, Trabi, Wartburg. Was gab es noch? Barkas. Genau, Barkas gab es. So, und die haben alle, hoppla, wo ist das Werkzeug? Die haben alle solch ein Schloss
Das ist ein Original-Trabi-Schloss. Ich habe auch ein Original-Zündschloss dabei. Ich mach das mal hier so rein, dass ihr das dann gleich sehen könnt. Heute Morgen beim Test ging es sofort auf, gell? Dann möchte ich euch jetzt mal das Werkzeug dazu zeigen. Könnt ihr sehen? Das ist der Schlüssel. Ja, dann mit dem. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir das öffnen. Es geht hier um, dass wir hier diese zugleich feinen Zuhaltungsnasen in die richtige Position bekommen, um dadurch den Schlüssel abbilden zu können. Ich muss nochmal so rum hin. Ich führe das Gerät ganz leicht ein. Drück auf die bestimmten Positionen. Ihr hört schon, wie die Blättchen knacken. Das Problem ist, hier gibt es keine Ersatzteile mehr. Und bei diesem Werkzeug, es ist wirklich schade, wenn ich es mir hier bei einer Vorführung, weil man nicht konzentriert genug ist, sich das abbricht, aber ich probiere nochmal eine Sekunde. Es hat nämlich hier eine Besonderheit. Ich versuche es mal in der Hand. Macht man zwar nicht, aber so hat es dann auch geklappt. Also ihr müsst euch vorstellen, ich bin jetzt hier am Trabi. Seht ihr, wie der schon aus? Es ist nur noch ein kleiner. Wo hängt er denn? Probier es nochmal. Das ist natürlich immer der Vorführeffekt. Ich trainiere das natürlich auch nicht jeden Tag. Seit sie mich bei der Stasi entlassen haben. Wegen guter Führung, wegen guten Vorträgen. Also, wie ihr seht, er macht schon richtig, er hat sich jetzt ein bisschen verkantet. Und jetzt gehen wir davon aus, dass das Schloss geöffnet ist. Gehen wir einfach mal voll aus. Dann habe ich hier jetzt diese Feststellmuttern. Seht ihr? Und die kann ich jetzt festmachen. Dann damit arretiere ich vorne wieder hier diese einzelnen Spitzen. Das heißt, dasselbe Spiel geht von vorne los. So sah der Schlüssel aus, der Originalschlüssel. Hier habe ich die Spitzen arretiert. So. Hier haben wir die Spitzen arretiert und ihr seht, es ist fast genau derselbe Schlüssel. Hier geht das Spiel auch gleich wieder los, rein in die Schlüsselfräse, direkt vom Werkzeug und schon haben wir den passenden Nachschlüssel für den Trabi. Warum brauchten die Jungs immer Nachschlüssel für einen Trabi? Weiß das einer? Wie bitte? Ja, genau, deswegen mussten sie es klauen, das stimmt. Nein. Die Jungs waren deswegen scharf, dass sie in den Trabi, Wartburg oder IFA deswegen reingekommen sind, haben sie vom Sitzpolster Geruchsproben genommen. Das heißt, wenn du jetzt im Verdacht gestanden bist, dass man hier Republikflucht begehen will, klar, dann hatten die immer eine Geruchsprobe. Und sobald dann irgendwas war, hatten sie ihre Schäferhunde, die Geruchsprobe, die vorher aus dem Trabi entwendet worden ist, weil ja, Sitzpolster ist die beste Geruchsprobe, da steckt jeder Hund drauf an. Ist einfach so. Und haben sie die Glas aufgemacht, der Hund ab und der hat euch durch die Grenze gejagt oder den Republikflüchtling, bis er ihn dann verbissen hat. Die Leute hatten keine Chance, da war alles durchdacht. Und das war mein erstes Werkzeug und das ist das schönste Werkzeug. Was jetzt bisher drauf angefallen ist, viele von euch haben sich ja schon mal mit Lockpicking beschäftigt. Das heißt, man hat hier ein Werkzeug und drückt hier runter, man braucht immer zwei Hände, so wie wir das machen. Der große Unterschied zum Geheimdienst und Lockpicking ist, dass beide Spaß haben, aber wir brauchen zwei Hände
und der Geheimdienst immer nur eine Hand. Das heißt, die anderen Werkzeuge, die ich euch vorher vorgestellt habe, es waren immer nur Einhandwerkzeuge. Also egal, was ich gemacht habe, ich komme mit einer Hand weiter. Beim Lockpicking brauche ich, um den Schließkern in Rotation zu bringen, immer zwei Hände, weil ich muss ja irgendwo einen Spanner ansetzen. Und das ist hier nicht so. Das haben sie nur deswegen gemacht, A, weil es schneller geht und B, weil es einfach schneller geht. Und wenn ich jetzt so an den Trabi hergehe, mache so, ja, das fällt nicht auf. Das ist wie ein normaler Schlüssel. Und so haben die dann geöffnet und auch hier sich wieder den Schlüssel nachgemacht. Natürlich darf man eins nicht vergessen, Steffen, das zeige ich dir auch sehr gern. Wenn das Schloss dann offen war, da konnte ich das hier so einhängen. Klar, hatte hier nochmal ein Passepartout. Gleich mussten ja nicht mehr ganz zugehen lassen, sondern ich kann ihn ja dann auch so schließen. Und was das ganz Wichtige ist, hoppla, nach getaner Arbeit hier der Flaschenöffner am Werkzeug, weil auch damals wurde schon Bier getrunken. Ja, klar. Also der ganz große Unterschied zwischen Lockpicking und den Geheimdiensten ist, dass hier mit einer Hand gearbeitet wird. Lockpicking meistens mit zwei. Kobolde hatten sie noch in ihrer Tür. Haben wir auch, aber die gibt es ja auch schon lang nicht mehr. Das kennt ihr sicherlich, solche Einbausicherungen. Ich habe hier auch einen Schlüssel, also wenn man ein Bartschloss hatte, hoppla, das ist gar nicht der richtige, aber es ist egal, probieren wir hier mal. Hat man diesen Kobold genommen und einfach so ins Bartschloss reingesteckt, versperrt, Schlüssel ab und dann war dieses Teil immer drin. Da waren die natürlich auch ganz clever, ihr seht hier den Originalschlüssel. Und hier dann das Öffnungswerkzeug dazu. Natürlich auch selber angefertigt, je nachdem, wie weit der Kobold drin war oder nicht. Gleich habe ich es jetzt ein bisschen verschoben. Jawohl, so. Dann habe ich dieses Gerät hier im Kobold eingeführt. Hopp, ist zurück. Muss natürlich so an der Hand machen. Das ist schwer, wenn man es nicht einspannt. Da drin ist in der Tür, ist es einfacher. Ihr seht, ich werde nichts. Ich probiere es mal hier mit. Hat natürlich nochmal einen Öffner. Wir hatten dann natürlich gleich mehrere Werkzeuge. Sehen, vielleicht kriegt ihn ja mit gleich. Nein, will nicht. Aber damit wurde dann hier, ich zeige nochmal das Werkzeug und den Schlüssel dazu. Das ist das Werkzeug. Ich kann hier die Nasen einzeln verschieben. Und das hier ist der Originalschlüssel. Und ihr seht, ich kann hier jederzeit die Geschichte nachbilden. Also auch die Kobolde waren überhaupt keine Geschichte. Vorhangschlösser hatten sie noch. Da würde ich euch mal gern dann eine Originaldokumentation vorlesen. Kennt ihr sicherlich alle diese Gugi-Vorhangschlösser? Schön groß, ist ein Flachschlüssel und hier geht er auf. So sehen die Schlüssel aus.
Und dazu lese ich euch. Und dazu würde ich euch gern mal den originalen Text vorlesen. Es wurden immer, das ist eine Originaldokumentation, alles, was die gemacht haben, die Jungs, haben die natürlich auch dokumentiert. Klar, haben das aufgeschrieben, hier Vorhangschloss Guri, Nummer so und so, und dann hier das Werkzeug, die Öffnungsmethode. Und ich lese dir einfach mal so vor. Öffnungsmöglichkeit für Vorhangschlösser mit Flachschlüssel der Firma Guri. Alle Schlosstypen der Guri-Reihe haben ein einheitliches Grundprinzip und sie können mit dem für Guri-Vorhangschlösser entwickelten Nachschließgerät, wo habe ich es, geöffnet werden. Handhabung. Das Gerät wird unter leichtem Druck so weit in das Schloss eingeführt, bis der Bügel aufspringt. Ja, einfacher kann es dann auch nicht sein. Mal gucken, wo das Gerät ist. Ich habe das auch hier irgendwo liegen. Ich meine, ich habe das schon hier mit rübergenommen. Also die Impertinenz von den Jungs, die ist schon klasse. Gell? Wo habe ich es? Hier runtergerutscht. Ich hatte das gerade schon in der Hand. Weil da dachte ich, da mache ich noch mal ein Gimmick. Das wollte ich nämlich ins Publikum geben. Das ist hier runtergeflogen, oder was? Also steckst du drin? Nee. Hoppla, muss ich schön gucken. Ich hab da natürlich noch eins, ein anderes Öffnungswerkzeug, aber das ist nicht ganz so schön. Hoppla, das muss mir gerade vorher runtergefallen sein, Steffen. Liegt da nichts auf dem Fuß? Ach halt, hier liegt es doch. Bist du clever? Nein. Wie hieß das? Einführen, bis das Schloss aufgeht. Guck hier, und so führst du es ein. Und gucken wir mal, wenn er schreit, dann ist es offen. Gucken, wie lange er braucht. Also ich lese den Text nochmal vor. Gell? Handhabung. Das Gerät wird unter leichtem Druck so weit in das Schloss eingeführt, bis der Bügel aufspringt. Leichter Druck. Ja, genau. Leichter Druck, hä? Gib's mir mal. Gut, das gebe ich deswegen weiter. Das ist aus stabilem, ihr seht es, das ist recht stabil gemacht. Der leichten Druck einführen. Ja, genau. Und aber hier haben wir es gleich geöffnet. Gell? Also es ist wirklich so. So, aber ihr seht, ich führe das hier ein und schon ist das Schloss geöffnet. Klar? Also es ist wirklich ein Witz. Dann gab es da eine andere Geschichte, habe ich demnächst auf eBay gesehen. Tutto-Vorhangschloss. Ich weiß jetzt nicht, welches der richtige Dietrich ist. Ich ersteige auch oft Schlösser auf eBay, weil ich die ja sammle. Und weil er so einen schönen Schlüssel hat, hat da einer geschrieben, hoppla, die sind ja ganz besonders sicher. Ja, das ist der Originalschlüssel und das hier ist jetzt der Stasi-Himmelsschlüssel. Das heißt, wir führen ihn ein. Der nicht reißt, das ist einfach so. Probier es mal geschwind mit dem anderen. Und auch dieses Schloss lässt sich sehr schnell entsperren. Das ist überhaupt kein Problem. Also ich weiß nicht, was da manche Leute sich denken. So, was hat man noch? Mal in meiner Liste gucken, dass ich auch nichts vergesse. Kobolde, den Pfiffikus, Mäppchen, Schlüsselrohlinge, Schubsicherungen haben wir natürlich noch. Das würde ich euch gern zeigen, aber ich demonstriere es nicht, weil sonst sind wir eine halbe Stunde noch da. Aber das Prinzip ist euch gleich bekannt.
Ich halte es einfach mal her und erkläre das. Das ist das Schloss. Und das ist der zugehörige Schlüssel. Solche Schlüssel werden auch komplett im Tresorbereich verwandt. Also ich fange jetzt hier mit diesem Schloss an. Tresore herschleppen oder Tresorschlösser dieser Art herschleppen war uns leider nicht möglich. Steffens Auto zu klein. Aber wir haben hier den Schlüssel. Ich zeige den jetzt auch nochmal so. Und wir haben hier das zugehörige Öffnungswerkzeug. Gut. Ich entspanne hier dieses Werkzeug, mache hier die Sachen frei, also entspanne ihn hier auch, und dann kann ich hier diese Nasen einzeln bewegen. Seht ihr das? Ja, habe ich den jetzt eingeführt, drehe ich ihn einmal so um die Achse und er schließt durch das, dass er hier nachläuft, automatisch. Also dieses Schloss ist dadurch in Sekunden geöffnet. Auch hier wieder Einhandgeschichte. Ich kann meinen Öffnungsvorgang hier an dieser Skala einstellen und weiß ganz genau, wenn ich wieder an dieses Objekt muss, kommt hier mit meinem Rädchen, halt, der muss da stehen und der muss da stehen und habe dieses Objekt auch schon wieder geöffnet. Die anderen für Tresor, es gibt hier Peglau-Tresore oder sonst was, die würde ich auch, euch auch noch mal gern zeigen. Diese Hopschen Hebel sehen dann so aus. Ich kann hier mit diesem Haken jeden einzelnen, hier drin sind Scheiben, das sind Scheibenzuhaltungen in den Tresoren, und kann hier jede Geschichte nachschließen. Der Original-Stasi-Beschreibung steht zwischen 2 und 10 Minuten, je nach Übung vom Einsatzmitarbeiter. Aber so funktioniert das. Hatten die für jede Geschichte, für jeden Tresor ein anderes Werkzeug. Hier für den Tresor nur mit 4 Zuhaltungen. Hier für einen anderen Tresor andere Größe. Aber man kann sehr schön sehen, wie leicht sich hier die Haken drehen lassen. Ja, ganz leichtgängig. So, auch hier ein Original-Mäppchen. Ich habe das hier für einen anderen Tresor. Auch hier habe ich einen sogenannten Hopschenhebel, mit dem ich hier sofort die Geschichte, weil Stasi interessiert ja auch, was in den Privattresoren drin ist, hier nachschließen kann. Witzig zu sehen, jeder, der sich schon mal selber Picks gebaut hat, wird lachen. Ich habe mit diesen Picks probiert, sie schließen sehr gut. Damals hatten sie VEB Plaste, dann haben sie sich das gleich in Plaste reingemacht, aber die Picks sind wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und oder aber, ein kleines Taschenmesser-Pickset, haben sie sich auch gleich gemacht. So was Schönes hat Steffen nicht in seinem Sportshop. Die Jungs, die hatten richtig viel Zeit. Sie hatten ja nicht jeden Tag einen Einsatz. Also sind die dann zu 5, zu 6 in ihrem Keller gesessen und dann hatten die den ganzen Tag Zeit zu basteln, sich irgendwelche Sachen zu klügeln und das über 40 Jahre, da wisst ihr, was da zusammengekommen ist. Ja klar, da gibt es die Oberverwaltung in Dresden, dann gibt es welche in Berlin, dann gibt es welche in Chemnitz und dann gibt es welche in Leipzig und die haben sich alle paar Monate zusammengesetzt. Was habt ihr Neues, was gibt es da Neues, was gibt es sonst irgendwas? Und dann haben die 10 untereinander geklungelt und dann waren die Sachen ausgetauscht und schon war das dokumentiert, hier wie auf solchen Originaldokumentationen. Und dann wurde das einmal vervielfältigt über so eine Abzugsmaschine und dann hatten die das und dann konnte es jeder auch ganz genau nachlesen, was Sache ist.
Weil wenn bei uns beim Lockpicking, wir haben leider noch kein Schulungsvideo, jedes Mal, wenn ein Anfänger kommt, heißt Arthur Meister, sappel dich mal mit dem Anfänger ab. Was ich vorher noch ganz am Anfang vergessen habe, tut nichts, kann man jetzt immer noch mal erzählen. Vorher waren wir ja schon mal in der Türe drin, da hat man ja einen Schlüssel nachgemacht. Die haben sich extra hier einen Schlüssel einfallen lassen, den ich immer hier auf die herkömmlichen Schlösser einsperren kann. Ja, weil der Tisch schief ist. Klar. So, alles klar. Babelsberger Schlossfabrik. Dann haben die sich extra hier eine Geschichte reingemacht, selbst, obwohl die natürlich durchgehend observiert haben. Klar, der Mann war bei der Arbeit, die Frau beim Einkaufen, dann kommt die Stasi, also ist immer gut, wenn keiner zu Hause war. Dann haben die sich aber immer ganz klar von innen diesen Schlüssel reingesteckt, dann hier arretiert, also die Arretierung weggemacht, so, jetzt kommt ja hier der Stift hoch und schon kann, wenn der gute Kunde von Einkaufen nach Hause kommt, kann der schon nicht mehr die Wohnung betreten. Also läuft er wieder weg, sodass die Leute genügend Zeit haben zu verschwinden. Fakt ist es da, ich habe da mich natürlich ein bisschen rumgehört, wie sieht es aus, seid ihr da nie erwischt worden? Natürlich sind die auch erwischt worden, das sah dann so aus, dass nicht die normale Polizei gekommen ist, sondern die hatten von der Stasi auch ein Kriminalpolizeiauto, weil das war schon getrennt, Kriminalpolizei und Stasi, Geheimdienst, zwei andere Geschichten, weil die Kriminalpolizei wusste lang nicht das, was die Stasi weiß. Und so wurde dann nie ausgetauscht. Und dann haben die im Kriminalpolizei, oder also hier mit einem ganz normalen Streifenwagen, Wartburg, Traber, Lada etc. sonst was, verhaftet und so mitgenommen, sodass das gesamte Umfeld dachte, das sei die Geschichte. Das sei ganz normal, die Täter sind überführt. Dabei wurden die nur ums Eck gefahren und wieder natürlich selbes Spiel geht von vorne los. Gut. Ja, hatten auch Doppelbart. Also hier, was ich hier zeige, kann man natürlich so rumdrehen und hier für Doppelbartschlösser, das imitiert das auch. Also ich kann auch jeden Doppelbartschloss damit schließen, ist klar. Ja, weil ich kann den natürlich so rumdrehen. Klar, jetzt haben wir einen Doppelbart. Siehst du? Klar, wenn ich den jetzt auch noch so rumdrehe, geht das, kann man sehen? Ja, jetzt habe ich hier immer ein Doppelbart. Also es war überhaupt kein Problem. So, die Tutto-Vorhangschlösser, die hatten wir. Tja, das mit der Geruchsprobe habe ich euch erzählt. Zeit haben wir auch keine mehr. Tja. Na, ich möchte euch zuerst mal bedanken mit dem operativen Einsatz, den ihr hier begleitet habt. Denkt dran, die Leute sind nicht entlassen. Diese Leute wurden vom BND weiter beschäftigt, von den Israelis oder sonst was. Alle sehr, sehr clevere Leute. Ich kenne einige davon. Ich schätze die Leute sehr wegen ihrer persönlichen Erfahrung. Wir möchten das nicht hier politisieren, was die Stasi gemacht hat oder sonst was. Auf jeden Fall, es geht darum, dass man zeigt, es gibt nichts Sicheres. Ein sicheres Schloss gibt es nicht. Wenn sich 10 Stasi-Jungs oder 10 Mossad-Jungs zusammensetzen, haben das nötige Know-how, die nötige Geschichte, dann ist es überhaupt kein Problem, innerhalb von 2 Minuten eine Wohnung zu betreten, einen Sender zu installieren, Kinderporno in die Schublade legen, sonstige Geschichten zu machen, um jemand anderes in Misskredit zu bringen. Man denkt immer, mit der Auflösung von der Stasi sei dieser Spuk weg. Ich sage das ganz anders, nachdem ich mich hier mal ein bisschen mit beschäftigt habe. Der Spuk hat letztendlich erst angefangen. Ich bedanke mich für den operativen Einsatz. Morgen Kicksets gibt's bei Steffen. Eins noch hat man vergessen. Habe ich überhaupt nicht im Thema behandelt.
Natürlich hatten die Jungs auch ein Mäppchen, wo man Schlüssel abdrücken kann. Und mit dem Schlüsselabdruck natürlich auch noch was nachgießen. Aber das kennt ihr sicherlich, wie man schnell einen Schlüsselabdruck macht. Das gebe ich noch mal mit auf den Weg hier mit dem Trabi-Schlüssel. Immer generell, wenn es schnell gehen muss, man nimmt den Schlüssel, drückt ihn sich hier drauf, richtig hart. Da, und jetzt kann man hier diesen Abdruck sehen und ihr werdet sehen, diesen Abdruck habe ich in 3 Minuten auch noch. Geht zur Toilette und kann mir hier jetzt schon diesen Abdruck auf der Toilette nachzeichnen. Dann braucht man manche Sachen so nicht. Aber könnt ihr selber probieren, drückt mal einen Schlüssel hier rein. Und wer sich da damit auskennt, weiß, wie schnell man einen perfekten Abdruck hat. So, jetzt aber gut. So.